Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde in FIFA 15. Wieder mit Dortmund. Wie ihr unten seht, 2-1 gewonnen im letzten Spiel. Ja, 6 Siege von 6 Spielen ist eine gute Ausbeute. Das sind 18 Punkte. Ich bin ganz knapp vom Ligatitel. Und jetzt kommen irgendwelche Bullshit-Natte-Einstellungen, die kein Schwein interessieren. FIFA, das einzige Spiel, das diesen Bullshit so tut, als ob ich irgendwelche scheiß Natteinstellungen hab. Ah, je. Dankeschön. Geht doch. So, wieder zurück zum Thema. Bin ein bisschen raus. Ja, 18 Punkte haben wir. Mehr kann man bisher nicht holen. Und 4 Spiele bleiben übrig. Und wir spielen in Chelsea. In Chelsea spiele ich auch ganz gerne. Aber man muss dazu sagen, wenn der Gegner was kann, ist Chelsea super stark zu spielen, weil die richtig schnelle Leute haben. Das wird nach vorne. Die muss man also, beziehungsweise hinten dafür bei sich selbst, muss man echt aufpassen. Kommt natürlich auch darauf an, wie er sie einstellt und wie er selbst auch spielt. The opponents come in strongly. Gundogan. And that flag is come, has come, gone come. Out off the player. Just spotted the ball up and they're playing. Come. Oh, scheiße, Alter, wo ging der hin? A chance to really put his foot through the ball, Alan, and he didn't manage it. Now, from that distance, any kind of a solid contact, and he's going to have a chance, but it was nothing like a solid contact. Guter Start. Der war ein Ticken zu weit. Bleibt dran. Und gehe hinterher. Ganz klar. Momentan sehe ich sicherlich keinen Grund darin, ihn da irgendwie groß anzugreifen. Jetzt sehe ich sehr viele Gründe darin. Okay, kommen wir klar. Und weit nach vorne, links unten, denn da zieht er seinen Mann raus. Oh Mann. Oh Mann. Dankeschön. Alter, Leute. Den Gegner doch nicht absichtlich eine Chance schenken hier. Was sind wir denn? Also Weihnachten ist noch nicht. Ganz so weit sind wir dann auch noch nicht. Gibt's ja nicht. Ja gut, wenn er es damit versucht. Das wird nix. Das heißt nicht mit Hazard. Da brauchst du einen Messi oder Ronaldo. Dann wird's eher was. Eher. Was soll's werden aus der Situation? Naja. So, durchstecken. Komm schon, du bist schnell, Kagawa. Komm. Ah, lässt sich halt relativ leicht abdrängen. Ist zwar schnell, aber körperlich robust ist er absolut nicht. Komm, Aubameyang. Ja, schade, ne? Felipe Luis. Abseits, okay. Ja, warum pfeift man das in dem Moment überhaupt noch? Ich sehe den Grund nicht. Es mag der Abseits sein, nur ich bin halt schon wieder in meinem Angriff. Und da juckt dieses Abseits kein Schwein mehr irgendwie, nur ein bisschen. Komm. Ah, ich habe mich für die falsche Richtung entschieden. Ich dachte echt, dass er runterziehen wird. Ah, Hackenzück. Na doch, kein Hackenzück. Egal, ich habe einen Ball. Na, das reicht momentan. Stundenlang. Diesmal ein bisschen weit. Er gibt nämlich ein bisschen andere Lücken auf. Hoho! Interessante Nummer. Sehen wir mal einfach mal rein.
Mal schauen, ob was daraus wird. Wird nicht. Naja, doch ein Konter für ihn. Aber ist nicht genau das, was ich angestellt habe. Oh je. Mitgehen. Komm. Ah, schade. Ah, hätte wer rennen. Oh, der ist zu lange in der Luft. Sowas darf ich nicht machen. Ich meine, er war ja sehr... Also, er war relativ gut gepasst. Nur... Was mache ich denn da? Ja, was mache ich denn da? Der war ja gerade relativ gut gepasst. Nur ist er halt viel zu lange in der Luft. Da kann sich der Gegner natürlich perfekt drauf einstellen. Nein, 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 Aubameyang, nein. Den Pass will ich momentan noch nicht gehen. Jetzt aber. Ja, irgendwie habe ich den Pass anders gewollt. Ein bisschen. Was war da Gegner? Was ist das für Pässe? Sehr interessant. Und das ist sehr dämlich. Komm, drauf. Okay, bleib hinten. Du gehst hin. Räume schließen. Jungs, Räume schließen geht anders. Oh, damit komme ich auch klar. Wenn du im Abseits stehst, in Ordnung. Ach, die Frage ist jetzt... Ah, nee. Ich spiele den kurz und knapp. Marco Reus. Pierre-Emerick Aubameyang. Foul by the Chelsea player. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da durch gewesen wäre. Also durch den Bullshit, den er da gemacht hat. Spiele ich ihn direkt. Ja. Uiuiuiui. War gefährlicher, als ich gedacht habe. Ich dachte, da kommt Bullshit bei raus. Ein richtiger Schrott. Kam's nicht. Bin ich zufrieden mit. Ist in Ordnung. Ist kein Ronaldo von daher. Darf man nicht vergessen. Ha. Ha. Da wollte ich ihn nicht mehr haben. Am besten will nicht. Na! Was ist denn hier los? Und Reus. Ja, hol den Eckball raus, ist in Ordnung. It is risky going to ground these days for a tackle, but this was perfect, wasn't it? Yeah, I mean, I think he was in control of his movement. Flach oder nicht? Nee, machen wir nicht flach. War ja so klar. Oh je. Es wird langsam spät. Was ist langsam? Es ist 2 Uhr nachts. Mal wieder. Es wird mir dann reichen nach dem Spiel. Sonst penne ich hier ein, während ich spiele. Ivanovic. Diego Costa. Der ist so gut mit zurückgegangen. Ich weiß nicht genau, wie ich gehen soll. Oder was ich machen soll. Naja, bleibt nur eine Halbzeit. Komm, ich habe auch relativ gut vom Tor weggehalten. Das ist die positive Sache. Kagawa. Und... Steht halt gut. Er steht halt einfach gut. Und ist halt gleich dem letzten Gegner. Das sind Welten an Unterschied dazwischen. Jetzt habe ich aber mal Raum. Jetzt aber. Oh Gott. Was war das für ein grauenhafter Abschluss? Kommt sie ja kaum mit anschauen.
Komm direkt drauf. Schmelzer. Nein, doch Gündogan was. Ach je. Oh, ist relativ sicher. Versuchen wir es mal. Ist eigentlich ein etwas risikoreicher Pass. Ja, was macht denn da der Torhüter? Oh Mann, komm, 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 komm. Gut gemacht. Kagawa spielt nicht so wirklich stark. Oder vielleicht doch und ich merke es nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Weil der macht Fehler. Uiuiui, den muss ein bisschen früher klären. Komm. Komm, 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 komm. Ja. Los. Los. Yes. Geiles Tor. Richtig geiles Ding. Großartig gespielt. What a tremendous strike first time. He didn't even think twice before it flew to the top left hand corner. Das war so schön gespielt. Aubameyang legt ihn perfekt zurück auf Reus und der haut das Ding wunderschön oben ins Eck. Das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Und meine Nase juckt immer noch. Das ist unglaublich. Was ist denn hier los? Ramirez. Alles gut. Abstoß für mich. Ja, das haben wir gerade erst gesehen. Nochmal sehen müssen wir es jetzt nicht unbedingt sofort. Hm, spiele ich ganz kurz. Gundogan. Piszczek. Still keeping the ball. Still eyeing up the chance, maybe. Da wollte ich nicht ihn haben. Beim besten Willen nicht. Okay, alles wieder sauber. Schick ihn. No. Oh, ho, 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 ho. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, dass der nicht von selbst wegkickt. Gut, die Räume dicht gemacht. Eieiei. Komm schon, Reus. Ach. Oh, das ist gut. Das ist jetzt gut. Nein! Aubameyang, ich dachte, du startest. Da musste ich den Pass plötzlich anders bringen und das war alles nicht so ganz, wie ich es wollte. So ein 1-0 ist so trügerisch, so knapp. Mehr ist auch nicht verdient, beim besten Willen nicht. Also man kann auch nicht mal zwangsläufig sagen, dass ein 1-0 verdient ist. Eigentlich ist es ein Unentschieden. Aber wir brauchen es nicht unbedingt. Das ist schon in Ordnung so. Es ist schon in Ordnung so. Komm, Reus. Genau so will ich das sehen. Und so will ich es nicht sehen, Aubameyang. Kagawa holten sich wieder. Ein schlechter Pass. Ein schlechter Pass. Oh, ich bin noch im Ballbesitz. Ganz unten. Auf engstem Raum. Kagawa, Aubameyang. Schön durchgesteckt. Kampel. Kannst nicht ganz durchsetzen. Aber hey, na, ich würde sagen, aber hey, da hat er den Ball wieder. Hat er doch nicht.
sieht die Welt doch wieder ganz anders aus. Zweikampf, hey, komm, das ist ein normaler Zweikampf. Hört auf. Oh, gleich zwei Stück runter. Okay, dann wird er knapp spielen. Und wenn er das nicht tut, macht es eh keinen Unterschied. Deswegen stelle ich ihn hier hin. Hey, ich wollte den mir ein bisschen vorschieben, den Ball. Direkt am Spieler vorbei. Hat nicht so ganz geklappt. Das sah geil aus. Das sah weniger geil aus. Bisschen Gegner abdrängen. Ja. Nein. Oh. Komm weg mit. Yes. Das war Blödsinn, den ich da veranstaltet habe. Ganz, ganz großer Blödsinn. Das wird normalerweise auf dem Level bestraft. Das wird eigentlich auf jedem Level bestraft. Und zwar eigentlich zu Recht. Eigentlich, weil, muss ja nicht unbedingt sein. Zumindest nicht gegen mich. Diego Costa. Oh, Junge. Halt ihn bitte. Nein, das wird das erste Unentschieden. Das darf doch alles nicht mehr wahr sein. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach, leck mich doch am Ärmel. Ich würde sagen, am Arsch. Fuck it. Ach, es ist ja keine Katastrophe. Wir haben 19 Punkte. Es ist schon in Ordnung, nur. Ah, da war einfach ein Dreier voll und ganz drin. Weil da Pische... Das sind diese Momente, in denen ich mich tot ärgern kann. Pische kriegt einen Ball. Ich denke so, okay, ich spiele ihn zurück. Und er braucht viel zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Einfach um den Pass zu machen. Er spielt ihn sich selbst nochmal vor. Und das sieht so schlecht aus mit dem Unentschieden. Okay, das beenden wir mal. Schauen wir mal, welches Level die Gegner bisher so waren. Das würde mich jetzt noch interessieren momentan. Ansonsten ist es ja nicht schlecht, aber... Guck dir das an. Gewinnt. Ja, davor nicht. Aber ansonsten, na, da hat er auch so eine Serie gehabt. Und trotzdem, da hätte man gewinnen müssen. Dem eine Niederlage zuführen. Der ist auch in Liga 1. Okay. Wie läuft's bei dem so? Hat gegen mich 2-1 verloren hier. Ansonsten, ja, man muss sagen, ganz gut. Da war eine kleine Durchstrecke von 3 Spielen, die nicht so doll waren. Aber ansonsten spielt der sehr, sehr gut. Und Juve? In Liga 3 war der, okay. Alles klar. Auf jeden Fall gegen den Chelsea-Man da. Da muss man gewinnen. Sowas Blödes aber. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Und bis dahin. Ciao.